Hallo Leute, willkommen zu Let's Play Crash Team Racing Part. Ist mir egal. Muss ja nicht bei jedem scheiß Part sagen, welchen Part es ist, ne? Ist ja schon ein bisschen nervig, ne? Aber naja, scheiß drauf, ne Leute. Wir werden jetzt einfach in diesem Part hier was erledigen. Und das ist das, dass wir erstmal den ganzen Leuten hier im Park die Sachen bringen, die wir eingesammelt haben. Kokos-Dings haben wir schon abgegeben. Sieht man, weil ihr Auto haben wir schon freigeschaltet. Für uns. Ihr neuen Wagen. Nee, oder? Stimmt, wir kriegen erst die ersten Wagen von denen, ne? Stimmt ja. Stimmt ja, vor der zwei kommt ja auch noch eine 1. Da war ja was. Oh, ist das schön! Ja! Der Stoff, aus dem die Träume sind! Falls man von Plutonium träumt, ich tu's jedenfalls. Oh, danke, Mr. Crash, danke! Hier sind deine herrlichen Münzen! Danke! Ja! Oh Gott, der Engineer, wie der manchmal spricht, ne? Richtig Knocke irgendwie. Und Panzerfahrzeug, Leute! Von Engine! Sein erstes Fahrzeug! Sieht eigentlich recht cool aus, eigentlich. Engines Wagen freischaltet. Ja, er hat gesagt, Engines Panzer freischaltet, ne? Wagen kann man das ja nicht nennen unbedingt, ne? Aber naja, egal, ne? Ist ja Engine, ne? Was willst du haben eigentlich? Was willst du für eine Energie? Ja, komm. Müssen wir eh machen, ne? Von daher. Hier, Pasadena, dein Energiekristall. Kristall, den ich je gesehen habe. Tausend Dank. Das Ding wird die schnellste Rakete außerhalb von Texas sein. Ach ja, Leute. Ja, wie man erst nicht schon denken kann, ist der Wagen von Pasadena einfach nur blau. Wollte erst pink sagen, aber er ist blau, ja. Ein schönes Babyblau irgendwie. Warum nicht, ne? Jedenfalls, Leute. Ey, ne? Das Geilste wäre noch. Sie sagt ja gerade, sie hat den schönsten Energiekristall überhaupt, ne? Besser wäre gewesen, wenn wir jetzt ihr den gegeben haben, der da den Cortex aus Müllhaufen hat. Das wäre es ja noch gewesen, ne? Wäre irgendwie Troll hoch 10, ne? Haben wir das hier schon? Haben wir das schon? Ich weiß es gar nicht. Einfach mal attackieren, ne? Das Ding, ne? Und da kommt Atompilz. Oh, yeah! Okay, ich glaube drum, 31 haben wir schon, gehabt, aber... komisch, wenn wir es noch nicht gehabt haben. Eigentlich habe ich, glaube ich, alles abgesahnt hier von den ganzen Schabotroms und so einen Scheiß, was man so kriegen kann bisher, glaube ich. Du wolltest Geld haben, ne? Was ist bloß, Steppy? Du hättest in der Schule bleiben sollen. Nein. Du musst lernen, welche Zahl größer oder kleiner ist. Wer ein Buchhalter? Mach was aus dir. Nein. Stattdessen bist du ein Trottel. Ja. Ein Trottel, der nicht zählen kann. Ja. Besorg mir die Münzen, du Feldepp, und putz dir die Zähne. Sieht ja wie ein Schachbrett aus. Nein. Glöte, er will Gewinne rennen, um extra Münzen zu sammeln. Er will Münzen, ne? Mehr als ich habe derzeit. Wie viel habe ich denn überhaupt gerade an Münzen? Ich habe... Münzen habe ich. Ja, keine 3000. Ich glaube, der wollte 3000 haben für seinen scheiß Wagen, oder? Wie viel wolltest du haben? Du machst mich sauer. Ja. Komm, Crunch. Tschüss. Er will einfach nur Münzen. Viele Münzen, wie ich merke, Leute. Er will viele Münzen. Ist wie Mr. Krabs. Hm. Man sollte sich Sorgen machen um ihn. Hm. Auf jeden Fall, wusste ja, Nina Cortex, hier ist ja schon. Hallo Nina. Ist mein Kopfjump. Oh, das ist schon besser. Hoffe ich doch. Braucht nicht viel, bis du tust, was man dir sagt, was? Das stimmt. Hier ist dein Kristall. Ist ja auch Crash Bandicoot, hallo. Und danke für den Wagen, Nina. Nehme ich gerne. Auch wenn ich den kaum fahren werde. Eure Wagen alle. Ein Orgelfahrzeug. Was ich irgendwie richtig schön finde eigentlich. Also das habe ich schon immer gemacht eigentlich, ihr Wagen. Also ihren ersten Wagen hier. Fand ich schon immer sehr ansprechend. Er sah schon recht cool aus. Wo ist von Klutsch? Da. So. Ach ja, Klutsch. Du bist auch immer so ein Zappelheini, ne? Der immer nur auf der Stelle gehen kann, ne? Du hast auch keine anderen Probleme, ne? Irgendwie nicht, ne? So, komm. Noch wolltest du haben eigentlich? Energiekristall. Ja, wollte er. Genau wie seine Pasadena. Komm, Crash, zum Rennen, dann zeig ich dir echtes Vorn. Dann wirst du geschlachtet. Es lebt, es lebt, es lebt das Auto. Es wird geil fahren, wie sonst was. Es ist grün und es lebt. Wie Frankenstein, merke ich gerade. Ja, Leute, auf jeden Fall haben wir ein mobiles Frankenstein-Auto. Hallo? Mein Controller-Pack. Okay, es geht wieder. Es geht wieder.
Das brauchen wir noch nicht, die Bahn hier, weil die Bahn führt zur zweiten Gegend, die wir sogar machen müssen. Leute, ich bin echt dumm, ne? Ich bin so dumm, Leute, ne? Ich bin so dumm. Ich bin dümmer als die Polizei erlaubt, ey. Wie kann ich eigentlich nur, Leute? Ich bin echt der dümmste Mensch einfach, ne? Weil mir fällt gerade ein, Leute. Wir können gar nicht in die zweite Gegend. Wisst ihr auch warum, ne? Wir haben ja nicht mal von der ersten Gegend diesen großen Lebenskristall da geholt, den wir brauchen, ne? Den man ja hier immer Anfang der Map einsetzen muss. Oder Anfang der Overworld. Okay, Anfang der... Wie nennt man das? Nicht Overworld. Da ist die hier eher genannt. Der Park. Anfang der erste Welt. So. Den hier. Diesen Lebenskristall brauche ich noch. Aus der Welt hier. Den ich nicht eingesammelt habe im letzten Part. Weil ich es voll versteckt habe. Aber Leute, wir werden jetzt mal klar nachholen, ne? Und ihn holen. Weil wir auch weiter kommen wollen mit der Story. Das wäre recht sinnig und recht cool. Es wäre das meiste, was ich gerade wollen würde. Das kennen wir schon. Wir kommen in Mystery Island. Ja, das kenne ich schon, aber egal. Ich lese ihn nochmal vor. So, Leute, bei meinen Lippen, ey. Ja, die sind immer noch sehr rau und trocken und hart. Nein, hart sind sie nicht, aber komisch, wenn sie hart wären. Oh yeah, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, Leute, wir haben es geschafft. Okay, Leute, jetzt bin ich gespannt, was wir brauchen. Hallo, geht hoch. Was wir nochmal brauchen, um da Dings, um da reinzukommen. Ich weiß nicht, was wir dafür brauchen. Energiekristalle oder Münzen? Münzen wohl kaum, aber Energiekristalle, glaube ich, oder? Möchtest du für 8 Energiekristalle das Mystery Island Sprungfeld freischalten, ne? Na klar. Ach, dafür brauchen wir die alle. Macht Sinn, ne? Und hoppaliup, hoch her. Ja, Crash, Edelstein für Happily Ever Forster. Happily, ja. Die Münzen, Kisten und Wumperwips, diese Level wurden zurückgesetzt. Das ist sehr schön, weil jetzt können wir abgehen und einfach alle Kisten nochmal neu sammeln. So, weil jetzt können wir auch die Münzen sammeln für Crunch auch noch, die wir eh noch brauchten, ne? Und das bietet sich gerade sehr gut an, jetzt, wo es ja alles gerestockt wurde. Gerestockt nennt man das, wo halt alles zurückgesetzt worden ist. Das ist recht gut für uns, aber für die Marktführer eher scheiße, weil die jetzt Geld verdienen eigentlich, diese Wasser haben hätten können, aber naja, jetzt haben wir es halt, ne, auch gut. Ist mir egal, solange es mir gut geht, ne. Ja, schöne Einstellung, ich weiß. So, da sind noch ein paar Kisten, ne. Jetzt werde ich auch schon wieder rausgehen, glaube ich. Ah, ich weiß nicht, ne, werden wir nicht, weil jetzt werde ich erstmal, bevor wir so happily faster irgendwas da gehen, ne? Sprich zur zweiten Welt, würde ich erstmal Kissen hier holen und erstmal lol, okay. Komisch, wenn wir erstmal hier die Kisten abgreifen, ne? Ach, Crash, diesmal machst du nicht diesen scheiß Doppelsprung, ne? Was für ein Zufall, ne? Gerade wenn ich ja nicht unter einer Mission stehe, machst du es nicht. Okay, ist gar nicht scheiße von dir, Crash, aber egal, bin ja nur ich, der Kirby. Mit mir kann man es ja machen, ne? Auf jeden Fall, Leute, was ich hier haben will, ist das, was ich haben will. Nämlich, muss ich hier runter eigentlich. Das hier will ich haben. Weil ich sehr schön viel Dings abgreifen kann. Münzen. Ja, Leute, deshalb bin ich noch hier geblieben in die Welt, in der Welt, um sehr viel Münzen abzugreifen. Damit wir auch Crunch scheiß Wagen bezahlen können, weil er ja so arsch viel dafür haben will. Einfach mal dieses geldgeile Wesen. Und ja. Oh Gott, so viele Kisten, ey. Oh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, damit alles zu zerstören. Ja. Egal, einfach reinrennen und drehen. Das passt schon. Da ist Crystal. Einfach reinrennen und drehen. Ne? Ach komm, scheiß drauf, komm, wir gehen jetzt einfach raus aus der Map. Ah, nee, komm, die nehme ich noch mit hier, die Kisten. Die müssen noch sein. Die müssen noch sein, Leute. Und dann, ach, nee, ich kann hier rausgehen, Leute. Sorry. Ich muss noch ein bisschen Geld farmen. Ja, komm Leute, wenn da so ein Wumperwip schon steht, kann man es auch schon gleich mitnehmen, ne? Das muss man ja nicht liegen lassen hier, ne? Und weil ja gerade eh alles neu ist, ne, an Kisten... Fuck. An Fuck, ne? An Kisten kann man es ja immer einsammeln, ne? Oder an Münzen, eher gesagt. So. Scheiße, falsche Seite, ey. Lass dich fallen, Crash, danke.
Ja, und da war es auch schon leer, bitte. Toll, ne? Weil hat voll viel gebracht. Ja, wir können jetzt wenigstens Crunch Auto zahlen. Und ich weiß, dass er ungefähr 3000 haben wollte, glaube ich, für sein scheiß Auto da. Ja! Nee, doch, war richtig. Ich dachte gerade schon, wir sind in die Welt da reingegangen. In die, nennt man das? In die Rennstrecke zum Beispiel reingegangen. Das dachte ich gerade. Aber nee, wir sind doch richtig rausgegangen da. In die Overworld. In den Fun Park von Klutsch, ne? Und mein Pop-Schutz wackelt schon, weil ich immer so Pop mache. Aber naja, ist mir egal. Der muss das aushalten können. Sonst ist er ein billig Scheiß, den die Indie gebraucht hätte. Aber hält aus. Er hält es aus und ist sehr standhaft. Von mir. So, Crunch, da hast du dein Scheiß 3000 Geld, ey. Ach, du willst nur 2500. Bitte? Er will nur 2500 haben. Umso besser für mich. Muss dich respektieren, Crash. Ja. Großer Bruder braucht Hilfe. Du hilfst. Ja. Bist ein guter Kerl. Danke. Auf geht's zum Sieg. Ja. Ja, okay. Sein Auto war genau wie Engine seinen Wagen. Kein Wagen, glaube ich, oder? Ja. Er ist ein halber Panzer. Mal wieder. Auch wenn das ja eher aussieht wie einer von der Marine. Nee, wie halt. Doch, von der Marine. Nee, von der Armee halt, weißt du? Ja. Alle Reihe 1 Fahrzeuge freigeschaltet. Reihe 2 Missionen verfügbar. Die Münzen, Kisten und Bumper Rips von dem Funpark sind ersetzt. Ja, man sieht's, ne? Ist geil. Und warum mache ich die kaputt, ey? Bin ich irgendwie dumm? Soll ich die stehen lassen, bis ich die Bumper Rip habe? Egal. Scheiß drauf! Du willst jetzt wieder Geld haben, das weiß ich, glaube ich. Crunch. Crash, mein Junge. Komm und hilf Crunch. Ja. Crunch braucht Münzen. Ja. Will Hau den Maulwurf spielen. Ja. Aber dafür brauche ich Münzen. Ja. Bring mir einen Haufen Münzen. Jo. Und putz dir die Zähne. Jo. Mach ich. Jo. Wumper Rip, wo bist du? Du warst hier irgendwo, Wumper Rip, das weiß ich. Du kannst dich nicht vor mir verstecken, ja. Du bist ja ganz in der Nähe. Das spüre ich einfach nur. Aber wo? Das weiß ich nicht. Toll. Wo ist der Wumper Rip? Was hat er schon gemacht eigentlich? Weiß ich gar nicht. Ach, einfach normal machen, ne Leute, warum nicht, ne? Kann man ja machen. Oh, ein Herz. Bruch. Ja. Ach Crash, Kopf hoch. Irgendwann kriegst du auch wieder noch ein Herz. Oh, wie süß der aussieht. Oh mein Gott, wieso knuffig? Ja. Wumper Rip, wo bist du? Wisst ihr was? Scheiß drauf. Ich brauch kein Wumper Rip. Warte mal. War hier Wumper Rip? Nein, auch nicht. Ach, ich weiß, wo Wumper Rip ist. Hier. Ah. Ja, Wumper Rip. Ist das geilste Zeug ever, ey. Ist die geilste Droge in der Welt hier. Ja. Wumper Rip, Leute, ist schon so richtig illegal wahrscheinlich hier im Funpark. Weil man sieht ja, wie Crash hier abgeht, ne. Der kriegt auch schon Hallo, dass er irgendwie mal 2 kriegt bei einer Münze. Bei einer Münze mal 2 sind gleich 2. Ha! Es war 2. Ist ja klar, ne? Einmal 2 sind 2. Oder? Ja. Oh Gott, bin ich schlecht, ey. Na klar. Wäre komisch, wenn es nicht so wäre. Nein! Nein! Der Effekt war schon weg gewesen, ne? Oh, schade. Scheiß drauf. Was soll's, ne? Ich glaube, wir werden erstmal. Leute, mein Thema ist schon geblieben. Warum das, ist die Frage, ne? Vielleicht sind es paranormale Aktivitäten, ne? Die ja zu Schatten gehen, ne? In meiner Wohnung. Die in der Kamine gehört, ne? Und nicht meine Mutter, ne? Oder so, ne? Muss nicht. Du willst bestimmt wieder Energiekristall. Nee, willst du nicht, glaube ich, oder? Oder? Meinst du, ein Gentleman wie du könnte einer jungen Dame helfen? Ja. Genau, Crash. Genau so. Das nehme ich mal als ein Ja. Meine Karre scheint im Eimer zu sein. Irgendein Miesling hat den Anlasser geklaut. Wenn du ihn findest, bringst du ihn mir dann? Na klar. Warum nicht, ne? Happily ever faster Starter für Pasadena suchen, ne? Okay. Oh Gott. Okay, so geht's wieder. Okay, Leute, wenn wir auf jeden Fall machen, ne? Man muss immer aufstoßen, das ist doch scheiße. So, Engine, du willst bestimmt wieder Plutonium oder so. Oh, ich weiß, was er haben will. Traurig. Traurig schon. Kann es denn noch schlimmer werden? Ja. Deine Forderung. Die ist schlimmer als alles. Ich weine, weil ich nicht hübsch bin. Bitte, Crash.
Bring mir etwas, was mich hübsch macht. Ich kann so nicht weiterleben. Die Engine. Ein Ballerina-Kostüm, Leute, will er haben. Ein Ballerina-Kostüm. Für Engine. Für dieses Klumpenvieh hier. Genau in die Rakete. Stellt euch das mal vor. Nicht schön am Blick. Ja, aber naja. Ist halt Engine, ne? Wir wollen ja nicht, dass er stirbt, ne? Wir wollen ja, dass er gut erhalten bleibt hier in der Welt, ne? Was willst du, Schwesterherz? Großer Bruder, gutes Kämpfchen gehabt und so? Na klar! Yeah. Das ist gut, weil ich hier Hilfe brauche. Ich wollte diesen neuen Wagen reparieren, aber es fehlt was. Wenn du einen guten Energiemodulator findest, bring ihn mir. Oh Gott. Ein Happy Ever Faster Modulator für Coco suchen, ne? Werden wir auch machen, Leute. Müssen wir eh, ne? Von daher, wir brauchen ja irgendwie alle Karren. Doch, dann, ne? Erstmal suche ich hier die Münzen zusammen, die hier rumliegen, weil ich will Münzen haben, weil ich Münzengeil bin. Weg da. Die können wir nachher anschauen, wenn wir hier reingehen in die Welt. Und das wird nicht mit diesem Part passieren, Leute. Das passiert erst im nächsten Part. Und ja. Aber erstmal werden wir hier noch die anderen Leute abfragen, was sie wollen. Sprich Cortex, Nina, von Klutsch und unsere Hühnerfreunde. Ne? Und ja. So, was bist du, mein guter alter Bösewicht? Oh, Crash! Coco hat mich gebeten, den Wagen für sie zu reparieren, aber eine wichtige Komponente fehlt. Kannst du mir einen Satz hochwertiger Zahnräder besorgen? Oh, gut. Das wird deine Schwester glücklich machen. Okay. Ja, wenn so ist, ne? Wenn du nachher meiner Schwester helfen willst, was du auch bestimmt tust. Na klar, hallo, warum nicht? Juhu, weiter geht's. Auf jeden Fall, Leute, ich habe gerade bemerkt, Happily Ever Faster ist nicht die Welt da. Da ist die Tyrannosaurus Rex irgendwas Welt. Happy Ever Faster ist genau genommen, genau genommen ist das die Welt, die genau neben uns ist. Die hier ist Happy Ever Faster. Ja. Und Leute, wisst ihr, was das heißt? Happy heißt, na klar, ne? Happy, yeah! Und Ever, immer Faster, schnell. Immer schnell glücklich. Oder? Kann das sein? Oder bin ich einfach gerade immer richtig scheiße in Englisch? Was ich eh bin, Leute, weiß ich eh. Das müsst ihr mir nicht sagen, aber das bin ich echt. Aber ungefähr so heißt das, glaube ich, auf Deutsch. Oder halt in der schlechten Übersetzung heißt das so. Ja. Was wollt ihr für meinen Wagen haben? Der alte Stewie-Doo braucht deine Hilfe. Das ist so. Stu ist mal wieder im Hühnerhaus rumgerannt und so ein dummes Huhn hat seine Eier überall rumliegen lassen. Wenn ich die Eier nicht finde, killt mich meine Frau. Hol mir die Eier, Junge. Es wird dein Schaden nicht sein. Hallo? Na klar, hol dir deine Eier. Warte kurz, ich pack mir kurz in die Hose. Warte mal. Das sind deine Eier. Viel Spaß damit. Auch wenn es meine sind, aber hier. Sie sind ein bisschen haarig, aber hier. Nimm sie. Okay, Leute. Auf jeden Fall will ich den haben, meinen Wagen. Weil das ist ganz. Das ist eigentlich ganz cool, der Wagen von Crash. Das war schon. Sieht wohl ein bisschen normal aus. Als Wagen, aber normal muss er nicht schlecht sein, ne? Eigentlich ist der Wagen von Crash ganz cool sogar. Oh, du bist das, Crash. Hör mal, es wurmt mich, das zu sagen, aber ich brauche deine Hilfe. Ich will so einen süßen Wagen kaufen, aber ich brauche mehr Geld. Süß im Ernst? Du, oh, ist das blöd. Du musst mir einen Job besorgen. Hör dich um und besorg mir einen Job. Bitte. Du willst einen Job? Wie wär's, Nina, hä? Wie bei dir? Da in der Ecke da hinten, ne? Wie wär's, ne? Da hast du einen Job, hä? Hä? Komm. Nein, auf jeden Fall. Sie will einen Job haben. Was ist mein Job eigentlich? Such Nina einen Job und bring ihr das Kostüm. Ja, Leute, sie will ein Kostüm. Wie Engine. Ja, okay, aber es muss sein, ne? Aber wenn wir sehr arm wären danach, wieder. Aber naja, wir werden ja immer wieder reicher mit der Zeit. Zum Glück. Ne, aber naja. Was willst du hier von Klutsch? Hä, Crash? Crash? Du machst den Wagen, nicht? Vielleicht gäbe ich ihn dir für viele Borgmünzen. Oh Gott. Für Münzen? 3000, ey. Du bist ja unverschämter als mein Bruder Crunch, Alter. Oh Gott. Ja, diese Leute, ey. Aber naja, auf jeden Fall. Leute, ich würde sagen, bei Happily Ever Faster machen wir im nächsten Part weiter. Aber bis dahin, schau reingehauen, viel Spaß noch bei dem LP. Und ja, schau, tschüssi, Kowski.